Ein herzliches Willkommen zum Wochenendmagazin. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother. Und heute widmen wir uns noch einmal dem Thema Wochenbettkultur in Taiwan. Letzte Woche haben wir bereits darüber gesprochen, warum es in Taiwan gängig ist, den Monat zu sitzen, nachdem man ein Kind zur Welt gebracht hat. Das bedeutet, sich wirklich intensiv auszuruhen, kaum das Bett zu verlassen und eine ganz bestimmte Diät von nahrhaften, regenerativen Speisen zu sich zu nehmen. Und heute soll es um einen ganz besonderen Aspekt der modernen Wochenbettkultur gehen, nämlich die luxuriösen Wochenbetthotels. In Taiwan ist es so, dass man sich für 10 Tage nach der Geburt oder für 30 Tage nach der Geburt oder für 60 Tage nach der Geburt in ein Hotel einmieten kann, das speziell dem Zweck gewidmet ist, Wöchnerinnen und ihr Neugeborenen allen Komfort zu bieten. Und obwohl in Taiwan pro Jahr nur ungefähr 160.000 Babys zur Welt kommen und die Geburtenrate bei knapp einem Kind pro Frau liegt, ist die Wochenbettindustrie die größte der Welt. Also Taiwan hat deutlich mehr Wochenbetthotels als andere chinesischsprachige Länder, die auch die Wochenbettkultur der chinesischsprachigen Welt pflegen. Und der Wochenbettmarkt umfasst laut dem Marktexperten Gary Lee ungefähr 400 Millionen US-Dollar pro Jahr. Gary Lee ist der Gründer der Online-Plattform Mami Guide. Das ist die größte Plattform in Taiwan, wo es Informationen, Produkte und Dienstleistungen rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett gibt. Und er hat mir erzählt, warum die Wochenbettindustrie in Taiwan so groß und so beliebt ist. In Taiwan werden weniger und weniger Babys zur Welt gebracht, aber immer mehr Menschen entscheiden sich für ein Wochenbetthotel. Das ist ein ganz besonderes Phänomen. Die Geburt ist zu einem so seltenen Ereignis geworden, dass Männer ihren Frauen dafür etwas ganz Besonderes bieten wollen. Oder oft sind es sogar die Frauen, die einen Aufenthalt im Wochenbetthotel fordern. Das ist ein sehr interessantes soziales Phänomen. Es ist vergleichbar mit anderen Ländern, wo man die Gewohnheit hat, einen Diamantring vor der Ehe zu kaufen. Es ist einfach ein Ausdruck von Liebe. Und jetzt mit so wenigen Babys, die geboren werden, wünschen sich einfach manche Frauen, Zeit im Wochenbetthotel zu verbringen, nachdem sie diese harte, anstrengende Geburt hinter sich gebracht haben. Und dadurch sind sie zufriedener. Okay. Es gibt manche Wochenbetthotels, die direkt an Krankenhäuser angeschlossen sind. Die sind dann oft nicht ganz so luxuriös, sagt Gary Lee, aber die allermeisten sind private Anbieter, die den Frauen dann von Wellness und Spa über Massagen bis hin zu Yoga und Kochkursen und natürlich Kindererziehungskursen allen Luxus bieten, den man sich nur vorstellen kann. Eine Nacht im Wochenbetthotel kostet für die untere Preisklasse ungefähr 200 Euro, für die mittlere Preisklasse zwischen 200 und 300 Euro und für die höhere Preisklasse ab 300 Euro aufwärts, aber den Wochenbetthotels sind nach oben kaum Grenzen gesetzt. Gary Lee hat mir erklärt, wie so ein Aufenthalt in einem Wochenbetthotel eigentlich aussieht und was die Besonderheiten dieses Angebots sind. Jedes Wochenbetthotel hat ein Babyzimmer. Das heißt, wenn du dich ausruhen willst, dann kannst du die Krankenschwester rufen und sie nimmt das Baby mit ins Babyzimmer. Diesen Service hast du zu Hause nicht. Dort musst du dich um dein Baby kümmern, alle 2 bis 3 Stunden aufstehen und es füttern. Im Wochenbetthotel kannst du dich ausschlafen und erholen. Deine täglichen Mahlzeiten sind alle für dich vorbereitet. Du musst nicht selber kochen und du machst auch deinem Ehemann keine Umstände. Wenn du aber direkt nach der Geburt nach Hause gehst, hast du vielleicht keine Erfahrung darin, wie man sich um ein Baby kümmert. Und vielleicht bist du nervös oder ängstlich. Aber wenn du 20 oder 30 Tage im Wochenbetthotel verbracht hast,
Dann haben dir die Krankenschwestern beigebracht, wie du dich um ein Baby kümmerst und wie du es tust. Taiwanische Eltern schätzen das Wochenbetthotel außerdem für die medizinische Sicherheit, die es bietet, weil das Baby permanent von Krankenschwestern überwacht wird, weil Mutter und Kind wöchentlich mehrere Untersuchungen mit Kinderärzten und Gynäkologen haben und weil in allen medizinischen Notfällen sofort jemand zur Stelle ist. Oft ist es so, dass außer dem Neugeborenen und der Mutter noch der Vater im Wochenbetthotel mit übernachten kann. Andere Familienmitglieder sind oft davon ausgeschlossen, was für neue Eltern oftmals als Entlastung empfunden wird in Taiwan. Allerdings ist es manchmal auch so, dass das erstgeborene Kind im Fall einer Familie mit zwei Kindern entweder nicht im Wochenbetthotel schlafen kann, weil man Angst hat, dass es die Neugeborenen mit Krankheiten infiziert, oder aber das Baby darf dann nicht im Zimmer der Eltern schlafen, sondern muss in dem 24-Stunden-Babyzimmer schlafen. Das heißt, nach unseren Vorstellungen von frühkindlicher Bindung direkt nach der Geburt an die Mutter und auch dem Aufbau einer gesunden Stillbeziehung in Fällen von Frauen, die stillen, ist das Wochenbetthotel nicht immer optimal. Aber wenn man sich die Online-Bewertungen und die Empfehlungen, die Frauen aussprechen, sich auf Blogs über ihre Wochenbetthotel-Erfahrungen austauschen ansieht, dann sieht man ganz schnell, dass das auch gar nicht so die Priorität ist, sondern die Priorität für viele der Eltern, die dort übernachtet haben, waren, wie schick ist das Hotel, welche Serviceleistungen gibt es dort. Es wird darüber gesprochen, dass zum Beispiel Babys mit einem Fußgelenkmonitor ausgestattet werden, der 24 Stunden am Tag der Mutter auf ein Tablet die Herztöne und die Sauerstoffsaturierung überträgt des Babys, oder dass jeder Raum mit einem Luftfilter ausgestattet ist, damit keine Keime von einem Zimmer ins nächste dringen. Also es geht um Hightech und es geht um hohe Komfortstandards. In Taiwan gibt es ungefähr 300 dieser Wochenbetthotels und es ist fast schon eine Übersaturierung des Marktes, sagt Gary Lee. Aber dafür ist das taiwanische Modell inzwischen auch ein Exportschlager in andere asiatische Länder. Menschen überall heiraten später und haben dadurch mehr Ressourcen zur Verfügung und können sich einen Aufenthalt in einem Wochenbetthotel besser leisten. In China gibt es inzwischen über 10.000 Wochenbetthotels, in Malaysia ungefähr 500. Viele davon hatten taiwanische Berater, als sie den Service aufgebaut haben. Denn Taiwan ist der führende Anbieter auf dem chinesischsprachigen Markt für Wochenbettpflege und Wochenbetthotels. Und der Unternehmer hofft, die Wochenbettkultur aus Taiwan künftig auch nach Europa und USA exportieren.